Eine der häufigsten Fragen, die mich von euch erreicht, ist tatsächlich die eine: Hey Matthias, was soll ich denn an meinem Motorrad alles tunen? Oder soll ich mir gleich ein Rennmotorrad kaufen? Oder reicht mein Straßenmotorrad? Ich weiß nicht so recht, wo ich investieren soll. Tatsächlich ist dies auch eine extrem berechtigte Frage und auch ich habe im Laufe der Zeit erst so die ein oder andere Erkenntnis machen müssen, um diese Frage zu beantworten. Ich denke aber, dass dem einen oder anderen das extrem weiterhilft, was er jetzt hört. Also, bis gleich. Es gibt natürlich die ein oder anderen Raffinessen fürs Motorrad. Wir fangen an vom Fahrwerk bis zum Reifen. Das Motorrad leichter machen, die bessere Bremse, die Stahlflexleitungen, die bessere Elektronik, den Blipper, den Schaltautomat, den hast du nicht gesehen, ne? Kennen wir alles, hat jeder schon mal investiert, hat das Ganze durchaus bestimmt einfacher und besser gemacht. Jetzt ist es natürlich so, dass man der Meinung ist, dass ein Rennmotorrad oder ein getuntes Motorrad, das für die Rennstrecke quasi vorbereitet ist, besser sein muss als ein Straßenmotorrad. Weil man hat ja was investiert, was ja an und für sich gut ist und die Profis fahren damit rum. Und das ist zum einen richtig. Zum anderen fragt man sich aber, warum das der ein oder andere schnelle Fahrer mit einem nicht getunten Motorrad schneller ist als der andere mit einem getunten Motorrad. Und das hat nicht zwingend was mit Talent oder Können zu tun. Und genau auf das möchte ich jetzt dementsprechend eingehen. Ich habe ja auch den Luxus besessen, immer von Anfang an eigentlich mit getunten Motorrädern zu fahren und war der Meinung, es funktioniert auch nur mit getunten Motorrädern. So, im Laufe meiner Karriere hier als Motorrad-YouTuber mehr oder weniger durch die ganzen Tests, durch meine ganzen Instruktionen, durch Einladungen bei Hersteller etc., durch die Instruktionen, die ich für Kawasaki gemacht habe, habe ich festgestellt, dass nicht immer alles, was ich am Motorrad gemacht habe, so einen Sinn ergab, aber es hat doch einen Sinn gehabt. Komme ich gleich drauf. Bestes Beispiel ist meine R1, die natürlich von einem Langstrecken-WM-Team aufgebaut ist, die eigentlich keine Wünsche offen lässt. Es ist ein komplett vollwertiges Rennmotorrad, wo du sofort in der IDM Superbike fahren kannst. Absolut. So, dieses Motorrad ist extrem einfach zu fahren. Und dann habe ich auf der anderen Seite zum Beispiel hier eine Kawasaki ZX-10 Doppel-R. Die kommt genauso, wie sie hier steht, aus der Schachtel, inklusive Nummernschildhalter, inklusive Spiegel, inklusive Straßenräder, mit der ich in Almeria ganz viele Instruktionen gemacht habe und auch die ein oder andere Runde für mich selber gefahren bin. Und das Witzige daran ist, dass zwischen diesen zwei Motorrädern lediglich 5 Sekunden Differenz liegen. 5 Sekunden pro Runde. Obwohl das eine Motorrad ein hochwertiges Rennmotorrad und das andere Motorrad ein komplettes Straßenmotorrad, da ist nichts gemacht, da ist gar nichts gemacht, inklusive Straßenrädern. Nur 5 Sekunden. Und wir liegen da aber in einer Preisdifferenz von, brauche ich euch nicht erklären, ne? So, jetzt ist die Frage, hätte ich mit dem Motorrad so von Anfang an fahren können? Schreib's mal gerne in die Kommentare, was du denkst. So, jetzt habe ich natürlich auch einen Beweis dafür, dass das Motorrad sehr schnell ist. Also das Motorrad ist Serienmotorrad, Straßenreifen, Spiegel etc. Alles drum und dran. Jetzt habe ich hier eine Onboard-Runde, wo ich in Almeria in der schnellen Gruppe von Focus Events, ist ein englischer Veranstalter, gefahren bin. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und da laufe ich jetzt auf einen langsameren Fahrer als ich bin auf, der eine getunte BMW hat. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Springt mal mit rein. Ich starte hier jetzt mal bei Minute 2 Minuten 35, brauche ich für die Synchronisation. So, schauen wir uns das mal an. Da geht's hoch den Berg, die erste Kuppe, geht's rüber. Da könnte ich jetzt schon, ich drücke mal kurz auf Pause, da könnte ich jetzt schon viel schneller fahren als der. Okay, muss noch nicht viel heißen. Gibt auch Stellen, wo er vielleicht besser ist als ich. So, dann geht's den Berg runter. Die Linienwahl ist nicht schlecht von ihm. Er fährt auch die direkte Linie. Die ist okay, die ist gut. Und dann merken wir jetzt schon, jetzt drücke ich hier im Omega nochmal auf Pause.
dass ihm ein bisschen das Vertrauen zum Motorrad, zum Grip, zu allem dem fehlt. Geht's wieder weiter. Da hat er ein bisschen einen Linienpatzer drin, also zu früh innen. Das heißt, er kann nicht richtig beschleunigen. Wo er mir erst wegfährt, aber ich komme jetzt an ihn ran, weil ich den direkteren Weg habe. Und da wäre ich ihm fast hinten drauf gefahren, so langsam wurde da. Die Linie ist okay, da hätte ich vielleicht auch nicht recht viel schneller fahren können. Wohlgemerkt, ich habe Straßenreifen drauf. Und so, jetzt hat er erstens einen Linienfehler gemacht, weil er in der ersten Kurve zu weit, also in dieser rechts zu weit rausgekommen ist und dann einen schlechten Anschluss auf die links hatte. So, und jetzt mache ich was, da werden mich jetzt bestimmt einige von euch steinigen, weil das ja immer das ist, was ich nicht oder was ich publiziere, nicht zu tun, außen zu überholen. Man muss aber jetzt tiefer in die Materie eingreifen. Im Endeffekt überhole ich jetzt nicht gleich außen, sondern ich überhole eigentlich schon innen für die nächste Kurve, weil der Vordermann bereitet sich schon mehr auf die nächste darauffolgende Kurve vor und geht schon rüber. Und deswegen fahre ich außen an ihm vorbei, was eigentlich für die nächste Kurve wiederum innen ist. Und da habe ich so lange gewartet, bis ich weiß, okay, er geht rüber, und dann bin ich vorbeigezogen. Und jetzt sieht man mal, was ich da mache. Ich warte, und jetzt sehe ich, er bleibt innen und jetzt kann ich außen da vorbei. Und fahre mit einer ZX10 Doppel-R Serienmotorrad mit Straßenrädern an einer getunten BMW mit Slicks einfach so vorbei, also wenn es nichts gewesen wäre. Also absolut strange. So die Frage, die ich jetzt vorher gestellt habe, hätte ich das schon von Anfang an in meiner Motorradkarriere gekonnt, hätte ich nur mit einem Straßenmotorrad gefahren? Nein, definitiv nicht. Und genau das ist der Punkt. Und genau deswegen ist es schon gerechtfertigt, in das Bike zu investieren, vernünftige Dinge zu investieren, um selbst zu lernen und, jetzt kommt der größte Punkt, um Vertrauen zu kriegen. Weil nur wenn ich ein Vertrauen zum Motorrad habe und weiß, was möglich ist, beziehungsweise durch das Vertrauen lerne ich, was möglich ist, und durch das, dass ich weiß, was möglich ist, kann ich es auch auf einem Motorrad, das nicht sämtliche Raffinerien und Schnickschnack drauf hat, umsetzen. Und nur deswegen kann ich ein Straßenmotorrad so am Limit bewegen. Und das war definitiv Limit, weil 1,45 mit einem Straßenmotorrad in Almeria, das ist einfach Limit. Schneller, also vielleicht findet man da noch halbe bis eine Sekunde, aber dann ist da einfach Feierabend, da geht nicht mehr. Und das habe ich nur gelernt, weil ich mit so vielen Rennmotorrädern gefahren bin und damit das Vertrauen bekommen habe. Weil wenn du ein fertig fix aufgebautes Superbike, das du in der IDM einsetzen kannst, von einem Profi-Langstrecken-WM-Team kriegst, dann gehst du einfach auch vom Kopf her schon ganz anders ran und sagst, das musst du können. Dann hast du das Vertrauen in das Motorrad und dabei lernst du das. Und jetzt möchte ich nicht behaupten, dass der BMW-Fahrer ein schlechterer Fahrer als ich wäre. Weil er hat eine gute Haltung gehabt, er hat die Linie passabel getroffen, also er weiß durchaus, was er macht. Bloß, ihm fehlt das Vertrauen, um zu wissen, was eigentlich möglich ist. Und genau deswegen kann er das Potenzial seines Motorrads, seines Reifens nicht nutzen. Und der Tipp eigentlich, auf was das hinausgehen soll, ist nicht der, jetzt zu sagen, ihr müsst alles in euer Bike investieren, um das beste Bike zu haben und dann zu sagen, ja, ich habe das Vertrauen, das kann man nicht erwarten. Aber es gibt Möglichkeiten, die mir sehr viel geholfen haben, und das ist verschiedene Motorräder fahren. In dem Moment, wo du ein anderes Motorrad fährst, wirst du nicht in der ersten Runde schneller sein als mit deinem eigenen. Aber durch das, dass du verschiedene Motorräder fährst, erkennst du so diese Unterschiede und findest vielleicht auch den ein oder anderen Vorteil an deinem eigenen Motorrad und findest dann da mehr Vertrauen, was dich im Summa summarum schneller macht und dir auch mehr Nutzen gibt, das Potenzial des Motorrads auszufüllen. Das ist eigentlich so der Clou. Also es sollte auf keinen Fall heißen, kauf dir das teuerste Motorrad, das du findest, sondern investier an den richtigen Stellen, und da gehört einfach mal dazu Fahrwerk. Fahrwerk ist eines der wichtigsten Faktoren. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht vergessen, dass ich hier mit einem aktuellen Superbike fahre, das aus der Schachtel kommt. Also kein 1995er Baujahr oder so. Also so ein aktuelles Motorrad, aktuelles Superbike. Natürlich, desto älter die Motorräder werden, umso mehr musst du da investieren, dass du da auf dieses Niveau hinkommst, wenn du überhaupt hinkommst. Diese ganzen Spielereien wie Quickshifter, Blipper und so, die helfen. Aber man sieht es in diesem Fall auch wieder. Hier habe ich zum Beispiel auch keine umgekehrte Schaltung, es ist mir egal.
Aber das kommt nur, weil ich mit ganz, ganz verschiedenen Motorrädern gefahren bin. Völlig wurscht. Gib mir ein Motorrad, egal wo das hoch oder runter schaltet, ich fahre damit. Ja? Das kommt nur, weil ich so viele Motorräder gefahren habe. Und jetzt entwickelt sich dann auch diese ein oder andere Koordinationsmöglichkeit zwischen Kopf und Bewegungsapparat, das sich weiterbildet. Ne? Und das passiert nur, wenn du verschiedene Sachen machen musst. Und der 50 hat mir das auch mal ein gutes Beispiel gebracht. Das kannst du eigentlich beim Autofahren üben, tu mal mit dem linken Fuß bremsen oder tu mal mit der linken Hand schalten oder putz dir mal anstatt mit rechts mit links die Zähne oder stell dich dabei auf den anderen Fuß oder mach mal so Ungewohnheiten. Und das hilft dir auch ungemein, ein Motorradpotenzial auszunutzen, weil du die Koordination besser findest und dann eben das Potenzial von jeglicher Art von Motorrad auszunutzen oder ausnutzen kannst. Ich gehe nochmal kurz drauf rein, was auf jeden Fall wichtig ist für die Tuning-Maßnahmen. Also ich habe gesagt, Fahrwerk wichtig, ja, würde ich als allererstes machen. Da lieber so weich wie möglich und so hart wie nötig, ne? Immer die Devise, damit das Motorrad extrem komfortabel ist. Es darf keine Unruhe bringen, du darfst dich nicht unruhig fühlen, du darfst keine Angst haben am Motorrad, deswegen muss das Motorrad sehr soft sein. Und Bremse würde ich gar nicht unbedingt... Muss nicht unbedingt sein, um richtig schnell zu werden. Also das ist eine Serienbremse mit Serienbremsbeläge und die hält hier 15 Runden Stand ohne Probleme. Also die Bremse ist nicht unbedingt zwingend notwendig beim aktuellen Superbike, sondern eher wirklich nur das Thema Fahrwerk und Ergonomie. Ergonomie ist ein Thema. Ergonomie ist sehr wichtig. Da würde ich investieren, wenn ich mir ein Motorrad kaufe und so Spielereien wie hier ein, zwei Kilo abspecken und so, das mag zwar besser sein, aber es bringt dich nicht zwingend weiter, sondern wirklich das Thema Fahrwerk. Also, ich denke, das war mal ein kleiner Einblick in das Thema, warum ein Straßenmotorrad gar nicht so schlecht ist, aber man es nicht nutzen hätte können, wenn man nicht gute Erfahrung oder ein Vertrauen mit einem richtigen Rennmotorrad aufgebaut hat. Deswegen ist es wichtig, investiere in dein Motorrad, ja, an den richtigen Stellen, übertreib es nicht und dann geh mal auch wieder mal auf ein Straßenbike zurück, leih dir mal eins aus, Mietmotorräder auf der Rennstrecke gibt es, um mal zu sehen, ah, so geht es, ah, gut, okay, so schlecht ist es gar nicht. Und du wirst sehen, du machst die ein oder anderen Erkenntnisse damit. Also, ich hoffe, es war für den ein oder anderen interessant. Schreib es gerne in die Kommentare, welche Erfahrung du diesbezüglich schon gemacht hast. Gib mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniere auch gerne den Kanal, falls du mich noch nicht kennst. Also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.